Obwohl eigentlich Sommerpause ist, gab es am Samstag ein bemerkenswertes Fußballspiel. Der einst so ruhmreiche TSV Straubing, im Juni ja aus der Bezirksliga in die Kreisliga abgestiegen, kämpft um seine Reputation. Zum einen soll der ramponierte Ruf wieder verbessert werden, zum anderen sollen auch sportlich wieder bessere Zeiten anbrechen. Erste Maßnahme, ein Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Ein Elfmeter war der Schlusspunkt einer erwartungsgemäß sehr einseitigen Partie. Jahn-Spieler Sebastian Kreis verwandelt sicher zum Endstand von 17:0. Für uns war es eine gute Einheit. Wir sind gefordert worden einigermaßen und wir haben heute Vormittag auch noch mal trainiert. Also die Spieler können heute gut schlafen, haben gut gespielt und haben ihr Soll erfüllt. Morgen geht es für uns wieder weiter. Und Gary wünscht mir natürlich viel Glück für den TSV Straubing, dass es da vorwärts geht. Ich glaube, er ist auf einem guten Weg und der beste Mann dafür. Von meiner Seite gibt es also auch nicht so viel hinzuzufügen. Für uns war es auch eine schöne Trainingseinheit, aber für uns hat er das ein bisschen anders dargestellt. Also für ein Jahr in Regensburg war es mehr Auslaufen. Und für uns war es eine richtige Konditionsarbeit heute, aber das macht nichts. Es waren zwar einige Zuschauer an den Peterswörth gekommen, aber bei weitem nicht so viele wie ein Gegner wie Drittligist Jahn Regensburg mit einem Mann wie Ex-Bayern-Spieler Markus Weinzel an der Seitenlinie verdient hätte. Wir wären ja der einzigste Verein, wenn Bayern München kommt, da wäre das Stadion auch nicht voll. Weil der Verein in Straubing, warum auch immer, so verhasst ist fast, also das will keiner. Da liegt also noch viel Überzeugungsarbeit vor Gary Huber und seinen Mannen. Und auch in Bezug auf die anstehende Kreisliga-Saison kommt noch viel Arbeit auf den TSV zu, auch wenn dieses Spiel natürlich überhaupt kein Maßstab war. Mit 4 Treffern in der ersten Viertelstunde zeigten die Gäste, dass sie keinesfalls gewillt waren, diese Partie nur als lockeres Trainingsspielchen zu nehmen. Das war für uns ein super Spiel heute, für unsere Spieler. Man weiß ja, wenn man im Fernsehen mal so Spiele sieht, dritte Liga, da neigt der ein oder andere gern dazu, dass er sagt, er kann genauso Fußball spielen wie die da drin. Aber man sieht es dann richtig erst, wenn man gegen solche Profifußballer am Platz steht. Und dann ist das schon ganz andere Geschwindigkeit. Erst beim Stande von 0:4 konnte sich auch der TSV Mitte der ersten Hälfte einmal gut in Szene setzen. Altmeister Jolt Weider mit einem langen Pass auf Rückkehrer Tobias Schwetz. Und letztendlich verzieht Neukapitän Martin Landeck. Mit 6, 7, 9, hauptsächlich aus Straubing und Umgebung stammenden Spielern und einem neuen Coach, will der TSV eine bessere Zukunft einläuten. Das ist ja eigentlich ganz stark so eine Herzensangelegenheit gewesen von mir. Ich habe selber da 7 Jahre gespielt und habe für mich persönlich die schönsten Fußballerjahre da gehabt. Das ist einfach bei mir drin und irgendwie habe ich mal gedacht, vielleicht bin dann ich derjenige, der das so auf die Reihe bekommt, dass wir als TSV Straubing auch in der Außendarstellung wieder ein bisschen besser dastehen. Zurück zum Spiel. Die Mannschaft des Salchingers Weinzierl legte bis zur Pause noch 3 Treffer nach, stand nach 45 Minuten also 7:0. In der zweiten Hälfte machten sich dann natürlich auch noch die Konditionsvorteile der Profis, die alle mitgebrachten Spieler auch einsetzten, bemerkbar. Sukzessive erhöhte der Jahn bis zum eingangs erwähnten Endstand von 17:0. Ja, das war für uns war nur wie Training, weil uns war 22 Leute, war für jede eine Halbzeit, das war wie Training. Ja, Wunder ist nicht mehr, aber sagen wir mal so, wir waren eigentlich nur gut bedient. Ich meine, so manchmal zum Spielen ist schon mal Ausnahme, dass man so Musik, wie es so überhaupt dazugeht. Und wir haben daraus gelernt und hoffen, dass wir in der Saison dann durchstarten können und dass wir oben mitspielen können. Während also der TSV in der Kreisliga Straubing den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga anstrebt, hat für den Jahn 6 Ligen höher spätestens mit diesem Freundschaftsspiel die Mission Klassenerhalt begonnen. Beiden Teams wünschen wir viel Erfolg und dass sie ihre selbstgesteckten Ziele erreichen.